Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht, es ist Blaumannzeit. Und Blaumann bedeutet, es wird was gehackelt. Richtig, nach ein paar Folgen, wo es sehr viel ums Essen gegangen ist, wird jetzt mal wieder richtig gewerkelt. Und zwar wollen wir einen Sicht- und Sonnenschutz für unser Pool bauen. Und ihr schaut uns dabei zu. Heute brauchen wir ein Hitz, heute machen wir's uns fein, heute lädt uns kein Tant auf einen Kugelhupfein, heute haben wir einen herrlichen Tag, weil heute gehen wir im Jurassic-Park. Heute gönnen wir sich eine Riesenradfahrt, heute wird nicht der Lucker der Höhle umdraht, heute haben wir einen lebenden Tag, weil heute gehen wir im Jurassic-Park. Hätte gehen wir in Jurassic-Park. Hätte gehen wir in Jurassic-Park. Jeder macht dort nur, was er mag. Hätte gehen wir in Jurassic, bleiben wir in Jurassic, fahren wir in Jurassic-Park. Was? Jetzt sind wir noch gut beim Strich. Du musst schauen, ob du beim Strich gerade bist. Ja, mein Strich ist noch gerade. Nicht ganz. Ich muss ihn korrigieren. Ja, aber ich warte noch, bis die Uli es korrigiert. Na, aber mit dem Bleistift. Das tun wir dann mit. Ja, dann mach ich das. Gut. Heute fahren wir spazieren in der Lilliputbahn. Nein, wir brauchen kein Gespenst und wir brauchen kein Clown. Heute haben wir einen lebenden Tag, weil wir sind heute im Jurassic-Park. Heute lad ich euch ein, heute ist alles umsonst. Und wir schauen, dass uns nicht so ein Zwergerl abbrunst. Heute haben wir einen herrlichen Tag, heute gehen wir in Jurassic-Park. Hätte gehen wir in Jurassic-Park. Hätte gehen wir in Jurassic-Park. Jeder macht dort nur, was er mag. Hätte gehen wir in Jurassic, fahren wir in Jurassic, bleiben wir im Jurassic-Park. Ja, gut. Und was sich sonst noch bei uns im Garten tut, abgesehen von den Zwetschgen, das seht ihr jetzt. Und der Rotz brennt dir aus der Nase, der Rotz-Präsident ist dein Mann. Ja, wofür soll ich denn noch warten? Wofürst du mich noch hin dort? Wofür Leute sitzen mit Karten, wo die Fiaker singen für dich? Unser Rasen macht uns leider etwas Sorgen. Wie ihr seht, es gibt einige braune Stellen im Garten und im Rasen, auf dem Rasen, den wir neu gesät haben. Und wenn ihr wisst, was unser Rasen hat, schreibt es uns in die Kommentare. Und wir versuchen halt weiter jetzt ein wenig rumzudoktern und mal schauen, ob es was hilft. Unser Sicht- und Sonnenschutz ist fast fertig. Jetzt fehlt noch das Ranggitter, welches wir montieren müssen. Und die anderen Weinstöcke müssen noch eingegraben werden. Nachdem wir aber für einen Weinstock eine Stunde gebraucht haben, haben wir das auf nächste Woche vertagt. Es heißt also, nächste Woche wieder einschalten, weil vielleicht seht ihr dann unser tolles Werk komplett. Wir verraten euch nicht zu viel, aber schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Schrebergartenzeit. Und bis dahin, Daumen nach oben, abonnieren und auf unserem Blog vorbeischauen. Tschüss, bis nächste Woche. Oh, im Schrebergarten, im Schrebergarten, da bin ich.